Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit gegen einen Gegner, der 3:2 führt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu viel FIFA gespielt habe. Und dann keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Ja, komm. Ey, weißt du, der läuft halt nicht mal, der ist nicht mal zum Ball hingelaufen, sondern der läuft ganz woanders hin. Da, nee, wenn das eine Karte gibt, ist das lächerlich. Weil der ist einfach in mich reingelaufen und ist umgefallen. Also da würde ich sogar sagen, Schwalbe. Ja, die köpfen schon wieder nach unten. Habt ihr das gesehen? Ich halte den Sensor nicht nach unten. Jetzt wieder. Ey, was ist das für eine Steuerung? Die reagiert mal gar nicht. Ja, lauf wieder nicht zum Ball hin. Machst du gut so. Nicht. Ja, ja. Lauf einfach nicht dahin, wo ich lang laufe. Ne? Mach's einfach nicht. Ignorier's. Würde ich ja eine ganz tolle Idee. Ja, nimm den Ball nicht mit. Also, so dämlich muss man jetzt mal sein. Da stehen drei Leute neben dem Ball und keiner nimmt den Ball. Ey, wie behindert seid ihr eigentlich? Also, ganz im Ernst, ne? Von wegen 1,5-Sterne-Spieler, einen halben Stern vielleicht. Da müssten Gegner aber auch 3 haben und nicht einen. Also so scheiße wie die hier spielen, das ist echt unnormal. Ja, nimm doch den Ball. Foul. Die laufen einfach nicht dahin, wo ich sie hinschicke. Nee, juckt sie einfach nicht. Ja, genau. Fehlt jetzt nur noch, dass du dem Gegner einfach den Ball gibst. Also, meine Fresse. Scheiße, Ecke. Nicht mal! Oh Mann! Weil die mal wieder zu langsam einfach schießen. Okay, das war gut. Oh, na Lupf, du dumme Behinderte! Oh, so behindert im Kopf sein ist doch nicht normal! Ey, der schafft ja nicht mal die Hauptschule mit seinem IQ, ohne Mist. Das ist so grottig. Ah, jetzt gib mir doch den Ball. Ja, das war sogar ein Pass. Der hat nicht mal einen Schuss aufs Tor gemacht. Aber solange es dann auch ein Tor ist, dann bin ich zufrieden. Okay, unentschieden. Bitte, ich will noch gewinnen. Ich nehme nach diesem Part auf jeden Fall direkt den nächsten Part auf. Sonst habe ich viel zu wenig Übung. Lol, kein Foul? Okay. Das sah aber schon ziemlich aggressiv aus. Nein, und es ist der Gegner so dumm und macht nichts, aber ich kann es nicht auskontern, weil da keiner von mir war. Und jetzt ist mein Team wieder so dumm. Ja, die haben aber den Ball erobert. Und verlieren ihn wieder direkt wegen so einer Aktion. Und ich krieg ihn wieder. Schieß doch, du inkompetentes Stück Scheiße. Schieß doch einfach, anstatt durchgehend nach vorne zu laufen und nichts zu machen. Da wäre es sogar sinnvoller, mit 10 Spielern zu spielen, weil der eine Spieler wenigstens keine Ablenkung ist. Ja, genau.
Ja, pass ihn zum Gegner. Gute Idee. Mich am Arsch. Ja, wie schnell ist der denn? Nein, bitte, hebt es auf. Ja, es juckt ihn nicht. Ja, den Torwart juckt's nicht. Oh mein Gott. Wie inkompetent ist das Team denn? Der steht vor dem Ball. Machen wir ein Tor? Oder lasse ich dem Gegner mal ein Tor machen? Ja, ich lass dem Gegner mal ein Tor machen. Was auch sonst, ne? Ey, Mann! Wie behindert muss man denn sein? Jetzt verlieren wir das, weil das Team inkompetenter ist als meine Französischlehrerin! Lauf vom Ball weg. Ganz tolle Idee. Mann. Wieso sind die denn so schlecht? Was will man mit denen anfangen? Ganz im Ernst. Das können Bauarbeiter werden. Selbst die wissen nicht mehr, was sie da machen sollen. Der kriegt immer mehr Sion, kriegt aber keine hin, weil das Team nur dümmer wird. Von Spiel zu Spiel dümmer. Boah, das geht mir so auf die Nerven. Ja, wer ist das denn überhaupt? Den kenne ich ja nicht mal. Dann ist auch noch scheiße. Ja, ich kann natürlich alles ganz knapp nicht upgraden. Ja, wieder nicht. Ich muss auf jeden Fall Geschwindigkeit upgraden. Wenn ich körperlich bei denen habe. Wow, ein Ein-Sterne-Spieler. Boah. Krass. Also dieser Part und der davor war komplett für den Arsch.